einmal mehr für die Stadt Bern ein erstes Ereignis, das uns freut. Das Wetter stimmt, es hat auch beim Grand Prix gestimmt, einigermaßen. Am Vortag wären sie alle umgekehrt wegen Hitzschlag. Dafür sind sie das mal nass geworden. Bei euch stimmt es glaube ich, beides, nicht zu heiß und es schifft nicht. Von dort her freut es mich, dass man auch dieses Jahr wieder einen neuen Rekord beim Frauenlauf hat. Beim Grand Prix hat man auch einen neuen Rekord gehabt. Wir kommen ein bisschen an unsere Grenzen langsam, denke ich mir. Von der Logistik her, das wisst ihr besser als ich. Ich möchte ganz wenig sagen, aber etwas liegt mir auf dem Herzen. Ich habe es schon im Grand Prix gesagt, ich sage es hier gerne wieder. Wir haben in der letzten Zeit politisch immer mehr Tendenz, immer mehr den Druck bekommen, dass man Gebühren nicht befreien darf. Und dass man Gebühren auf die Veranstalter überwälzen muss, halb oder ganz, je nachdem. Im Moment reden wir noch von IB und SCB, weil man das Gefühl hat, dass sie die grossen Verdiener. Das ist ja nicht so. Wahrscheinlich die Technik von IB und SCB anschauen, ist auch die nicht besser als von einem Laufereignis am Schluss unter dem Strich. Aber dort hat jetzt auch letzten Donnerstag wieder der Stadtrat beschlossen, wir müssen Gebühren abwälzen. Und ich möchte hier einfach sagen, das einfach wieder, ich bin nicht mehr im Amt, aber ich sage euch, wenn das kommt, dass man auf solche Ereignisse wie ein Grand Prix, wie ein Frauenlauf, wie solche grossen Sportereignisse, fängt an, Gebühren voll abwälzen, dann wird es unglaublich teuer. Ich sage, das ist falsch. Die Leute zahlen ja raus, ja rein Steuern. Sie sollen ab und zu auch etwas überkommen für die Steuern. Eine Gratisleistung, die die öffentliche Hand anbietet. Ich denke, gerade Gebührenbefreiungen, sie so eine Dienstleistung, absperren, reinigen, Verkehrsdienste, ÖV umlenken. Und wenn wir das eins zu eins müssen umrechnen auf die Veranstaltungen, dann ist das der Tod von ganz vielen Veranstaltungen. Von den Kleinen auf jeden Fall, aber von den Mittleren und Größeren wird das von den Nicht-Kommerziellen wird das extrem schwierig. Vielleicht Red Hot Chili Pepper geht noch, das ist einfach ein Zehner auf das Billet, das schon 200 kostet. Aber bei Laufveranstaltungen, bei Quartierfest, bei all diesen Sachen wird es extrem schwierig. Und ich möchte einfach einen Wunsch an euch, wenn ihr könnt, Einfluss nehmen, helfen dieser Tendenz entgegensteuern, weil das wird fatal, weil das sind Kosten, die ja in sechsstelligen Betrag laufen, so für einen Tag wie heute, mit allen Vorbereitungen, mit allen Signalisationen, mit allen Vorankündigungen, Parkplatzsperrungen und so weiter. Und ich denke, das ist eine ganz schlechte Entwicklung und von dort her wäre ich froh, wenn jeder in seinem Kreis, es ist nicht nur ein städtisches Problem, es ist ein kantonales Problem, seit der Abschaffung von Billiensteuer haben wir das Problem, dass die Gebühren nie mehr aufgefangen werden. Und ich möchte einfach noch bitten, wenn ihr Einfluss nehmt, Einfluss, und zwar nicht wegen uns, wir hätten lieber die Einnahmen, aber ich denke, wegen den Events, weil es ist ganz wichtig, dass eine Stadt wie Bern solche grosse Veranstaltungen kann durchführen kann. Wir stehen noch vor ein paar anderen dieses Jahr. Klitschko wird wahrscheinlich das grösste sein, dieses Jahr im Stade de Suisse. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir als Stadt, als Sportstadt unsere Stellung können halten können. Und es bedingt aber auch, dass wir Veranstalter freundliche Bedingungen können anbieten können. Und die können wir eben nur, wenn wir zum Beispiel können, Gebühren befreien können. Ansonsten wünsche ich einfach allen, die laufen, Frau Isi. Kennt ihr alle noch nicht? Sie ist die Nachfolgerin, ich sage es jetzt einfach so, weil Nachfolgerin von Paul Rechsteiner im Nationalrat. Also sie ist noch nicht lange in Bern als Nationalrätin und was hat sie als erstes gemacht? Sie legt den Tönnau auf den Frauenlauf. Ich muss sagen, das ist aktive Politik. Ich wollte jetzt nicht sagen, in welcher Partei das sie ist. Aber möglicherweise sind wir uns relativ nach und von dort her freut es mich natürlich, dass du als erste Sozialdemokratin auch gleich den Frauenlauf gewinnst. In dem Sinne möchte ich euch herzlich danken für euren grossartigen Einsatz. Das Fakt, dass es Leute gibt, die solche Veranstaltungen wollen durchführen und können durchführen. Und wenn ich ganz viel Benevol, ganz viel Freiwilligkeit und ganz viel Fanatismus, um nicht zu sagen, die Spinnen schon fast ein bisschen manchmal dabei wären, gäbe es solche Veranstaltungen nicht. Also in dem Sinn, Katrin, merci vielmal, dir und deinem Podcast. In dem Sinn, allen viel Vergnügen für den heutigen Tag. Merci euch allen, dass ihr seid gekommen. Merci dir vielmal für den Einsatz und wünsche euch einen schönen Tag. Oh, yes, wait a minute.